Nummernball, das ist doch Nummernballraum. Alter, das ist doch der Profiring hier Köllerbach, gell? Und hier kommt der Jack Breaker. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute die sechste Woche. Mit dabei ist Yusuf. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt schon spät, aber wir haben Ferien, deswegen ist gechillt. Fahren wir los. Müssen Abstand halten. Wie Abstand halten? Achso! Oh, wie? Abstand halten. Okay, ja, okay, alles klar. Sorry. Trainiert der Bodyguard eher im Verein? Ja. Da muss ja auch mal irgendwie sein Training machen. Da hat der Wrestling Tigers als Verein, ja. Also legt euch nicht mit dem an. Ich denke, der macht das. Ich hab ihn erkannt. Das ist doch der Dagestane. Das ist doch der Dagestane, Alter. Ist das der Dagestaner? Das ist der Dagestane. Montag, der nächste Tag, ganz entspannt, Ferien, wir haben gerade trainiert. Morgens Training waren Kevin und ich waren da, ganz gechillt. Heute Abend ist Mattentraining. Die Matte da hinten, immer noch nichts passiert. Wann passiert da was? Das wissen wir nicht, das können wir nicht einschätzen. Und Freunde, Jake wird heute diese Woche früher kommen als gedacht, aber das seht ihr später. Die A-Jugendlichen und die weibliche Jugend trainieren am Abend, die haben schon trainiert. Mein Essen selbst gekocht, nice. Mittwoch, ich weiß gar nicht, ob ich gestern was gefilmt habe. Ja, als Regeneration haben wir Fahrradtour. Ich gehe mal kurz zu Frank rein. Musstest du lange warten? Ja, schon ein bisschen. Egal, komm, wir fahren jetzt zusammen weiter. Ja, Freunde, wir waren gerade in der Sauna, schon 22 Uhr. Und wir chillen gerade ein bisschen draußen. Es sind halt Sommerferien und keine Ahnung, wir haben halt nichts zu tun. So. Wir müssen nicht lernen. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. Deswegen, und da ist niemand da. Wir sind zu zweit, sage ich mal. Und das ist halt langweilig. Ja. Aber egal, so ist das Leben. Wir machen halt wirklich gar nichts Richtiges. Ich spiele jetzt ein bisschen Tischtennis. Also mit einem Tennisball, bisschen so mit den Händen. Ja, und dann gucken wir am Abend vielleicht einen Film, nenne ich. Das ist unser Leben in den Sommerferien. Krass. Daumen hoch dafür. Wir haben gerade trainiert, es ist schon Donnerstag. Und ich gehe jetzt gleich essen. Und es gibt noch einen Special Guest. Und ja, ich zeige euch den gleich. Und dann werdet ihr sehen, wer da ist. Die Kamera ist aufgestellt. Wir drehen jetzt ein Interview mit dem Ringerarzt, Chefarzt Klaus Johann. Das Interview werdet ihr ziemlich bald sehen. Okay, wir müssen anfangen. Ringer oder die Nationalmannschaften auf Turnieren, vor allem auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und auch hier
werden wir eigentlich eine ganze Woche gefordert. So, die Aufnahmen sind fertig. War ein gutes Video. Was sagst du? Ja, war gut. Ich muss nur gucken, dass ich vielleicht die eine oder andere Stelle von mir, wo ich ein bisschen wie Willi war. Kennt ihr Billy Meyer dort wie Willi so? Hallo, jetzt kann man hier dazu sagen. Diese Stelle muss ich ein bisschen rausnehmen, glaube ich. Okay, wir müssen jetzt mal gehen langsam. Ist schon 9:30. Machen wir mal die Lichter aus. Warte. Wir sind gerade mit dem Training fertig. Aber einer fehlt. Jack. Du fauler Sack, wo bist du? Der war heute nicht im Training, keiner weiß, wo der ist. Wo ist Jack? Wo ist Jack? Ich habe keine Ahnung, der kam einfach nicht. Komisch, ey. Schwache Leistung. Hier wird schön sauber gemacht. Na, ich schau mal, wo Jack ist. Alle. Jack? Ja? Was machst du? Warum bist du nicht ins Training gekommen? Ich schwör's, die ganze Nacht hab ich 0 Millimeter geschlafen. Ey, das mit der Schulter, das muss. Ich warte auf Ersatzteile. Terminator. Das Mensa-Essen für den Freitag. So, wir haben jetzt mein Zimmer gut aufgeräumt. Und fahren jetzt nach Hause. Erstmal müssen wir mal hier die ganzen Pfandflaschen abgeben. Das sind 3 komplette Pfandflaschen. Und ein halber. Was schätzt ihr, wie viel das gekostet hat? Schreibt das mal in die Kommentare. Darf ich auch einen Tipp abgeben? Warte, das ist Kevin. Kevin macht für uns die Schranken auf. VIP, guck mal. Ey, hinter mir ist Auto. Das ist aber eine tolle Leistung. Ciao, mach's gut. Tschüss. Was gibt's als Tipp? Ich tippe auf 47 Euro. 47? Ja. Nee, ich denke viel weniger. Boah. Ich denke... Kennt ihr das Gefühl? Nein, gell? Nee. Ich denke, wenn junge Zuschauer sind, dann kennen die dieses Gefühl nicht. Ich denke... Oh Mann, ey, ist das übel, Alter. Meine linke Hand, die... Ich schätze, das sind 37 Euro. Okay, wir zeigen euch mal das Ergebnis. So, erster gelbe Sack. Zweiter. Der ist gesponsert von Jack. Ja. Ich habe auch 2 hier reingemacht. Ja. Boah, ist der Ehrenmann. Fast 1 Euro schon. Dritter. Und die letzte, die tragen wir dann am besten mit Hand, oder? Ja, die tragen wir mit Hand. Let's go. Freunde, wir haben genau 41 Euro raus. Das heißt, wir hatten beide nicht recht. Ich hatte auf 37 geschätzt und du hattest wie viel? Ich habe pro Sack 9 Euro gerechnet. Ja. Also 36. Theoretisch schon. Okay, dann war ich näher dran. Freunde, ich bin schon zu Hause, es ist Samstag. Ich mache noch eine kurze Laufeinheit als aktive Erholung. Yusuf ist auch dabei, der begleitet mich mit dem Roller. Damit der ein bisschen mal das Tempo angeben kann, weil er ja dann chiller ist mit dem Roller. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.
Tanken für 100 Franken.